willkommen auf meinem Kanal Hijab Plus. Ich begrüße euch mit einem weiteren Modernista Try-On Haul. Ich möchte die ganzen Sachen, die wir zusammen eingekauft haben, in einem Video angezogen zeigen. Ich möchte aber vorweg sagen, Leute, da sind einige Sachen, die ihr noch nicht kanntet. Also die habe ich doch noch einfach mit reingenommen. Und einige Sachen, die wir einkaufen wollten, habe ich doch nicht bekommen, weil ich mich echt nicht beeilt habe. Dann waren die ausverkauft. Also das sind, wie gesagt, Sachen, die ihr kennt. Das sind aber auch Sachen, die ihr noch nicht kennt. Lasst euch überraschen. Und bleibt bis zum Schluss, da werden wir nämlich zusammen die Gewinnerin auslosen auf meinem Handy. Ja, ich weiß noch nicht, wer gewonnen hat, das werden wir gleich zusammen sehen. Ich wünsche euch noch viel Glück, obwohl, wenn ihr das Video jetzt seht, könnt ihr eh nicht mehr mitmachen. Genau, die 50 Euro werden wir gleich verlosen. Ja, lasst sofort mit dem Video anfangen, das sind echt schöne Sachen mit dabei. Klamotten durch, dann möchte ich euch noch drei Kopftücher zeigen. Den einen habe ich an. Moment, die kommen mal zur Seite. Den einen habe ich an, das ist, es soll ein Beige-Ton sein, aber ich glaube, das ist wirklich extrem krass hellbeige, weil ihr merkt, das passt sehr gut zu weißen Kombinationen. Ich könnte mir das sehr gut mit weißen Kombinationen vorstellen, weil ich trage nicht gerne weißes Kopftuch und ich finde, das ist so eine gute Alternative. Das sind so, das ist von der Marke Akel. Der ist relativ dünn, Leute, wirklich sehr, sehr dünn. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ohne zweilagig zu machen. Ist wirklich sehr, sehr dünn, aber deswegen finde ich es auch sehr schön, im Sommer das hier zu tragen. Der hat überall an den Seiten kleine Fransen. Ich finde es ganz angenehm. Anfangs war ich ein bisschen geschockt von der Farbe, weil ich habe mir echt ein anderes Beige erwartet. Vorgestellt. Und ja, dennoch bin ich zufrieden. Ich zeige euch mal Kopftuch Nummer 2 und Kopftuch Nummer 3 ist was ganz anderes. Kopftuch Nummer 2 ist auch von der Marke Akel und ich finde diese Farben extrem schön. Das sind einer meiner Lieblingsfarben, die ich am meisten anziehe, trage und das ist auch, wie gesagt, von der Marke Akel. Ich kann mir jetzt vorstellen, schon doch von diesem Stoff mehrere verschiedene Muster zu kaufen. Ich wollte nämlich nicht nur noch einfarbige Kopftücher haben, ich wollte auch ein bisschen so mustermäßiger haben und das gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr.
dann komme ich auch wirklich zu dem letzten Kopftuch und ich finde das sehr interessant, Leute, aber ich fühle mich gerade nicht so ganz toll, deswegen werde ich das euch jetzt hier nicht so zeigen. Das ist ein Kopftuch, was man von, kennt ihr das, da ist der Innenkopftuch mit drin und man muss es nur noch hier mit einer Nadel befestigen und voila, habt ihr schon ein Kopftuchmodell. Es soll also ein Schal sein, was sich von alleine bindet. Ich weiß es selber nicht. Wir können ja mal zusammen aufmachen wenigstens. Aber wie gesagt, ich fühle mich gerade nicht mehr so ganz fit, um das jetzt zu drehen. Aber ich werde es 100% bei einem nächsten Video oder so zeigen. Genau, da ist jetzt, seht ihr hier, euer Bonnet schon drin. Ihr müsst das einfach in den Kopf reinstecken und dann das nach hinten werfen. Und voilà, habt ihr dann hier schon den vorderen Teil und es ist schon gebunden. Also ich finde es sehr interessant. Mal schauen, ob es mir gefallen wird. Die Farbe ist auch schön. Also ich trage, wie gesagt, solche Beige-Töne allgemein sehr gerne. Ja, das ist so ein Schal, wie ihr seht, was man direkt mit dem Kopftuch integriert hatte. Ich finde es interessant, werde es aber heute nicht testen können. Ich zeige euch auch mal, wie das gemacht werden soll. Die haben nämlich hier so schöne Fotos mit reingestellt. Falls ihr Interesse habt, werde ich es entweder in einem YouTube-Video nochmal hier getragen zeigen. Ihr müsst mir nur Bescheid geben, ob ihr Interesse habt und das überhaupt sehen wollt. Oder ich kann, wenn ihr möchtet, auch bei einem Instagram-Video das zeigen. Wie ihr wollt, schreibt mir in den Kommentaren. Schreibt mir auch in den Kommentaren, was euer Lieblingsteil war und ob ihr noch Interesse hättet bei einem nächsten Modelisa Verlosungsvideo. Ja. Kommen wir jetzt zu dem spannendsten Teil. Und zwar habe ich jetzt unser Video-Link hier kopiert und eingefügt. Ja, jetzt werde ich den Gewinner zufällig hier mit dieser Internetseite auswählen. Dafür muss ich jetzt nur noch auf Start drücken. Ups, davor musste ich jetzt YouTube-Comments, genau, wie viele haben wir Kommentare? Wir haben insgesamt 81 Kommentare, also 81 Personen, die mitmachen. Jetzt Trommelwirbel und jetzt werden wir sehen, wer gewonnen hat. Ich drücke auf Start, voila, und die Gewinnerin ist Seni, YSSK, herzlichen Glückwunsch. Und an alle, die nicht gewonnen haben. Seid nicht traurig, gebt mir nur Bescheid in den Kommentaren, ob ihr Interesse hattet an noch ein Modernisa-Verlosungsvideo, Geschenk-Verlosungsvideo, ja. Herzlichen Glückwunsch, Seni. Und hierbei möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr bis zum Schluss geschaut habt und bis zum nächsten Mal, eure Hijab-Flaws.